Soldatenknüpfe haben wir die früher genannt. Ja Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Heute so ein Feierabendvideo. Eine kleine Kapitänsrunde hier bei mir am Groppenbach. Ein bisschen was hat sich hier getan. Also wir haben den Bach modelliert, die Sohlschalen sind raus hier aus dem Bereich. Als ich das letzte Mal hier war, waren hier noch Sohlschalen. Jetzt haben sie den Bach hier schön geschwungen, den Kurven verliehen. Ne? Ja, meandert jetzt hier schön durch die Gegend. Ich bin hier damals nicht fertig geworden. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich war kaputt. Ich hatte am Pumpwerk aufgehört und den Rest nicht gemacht. Das hole ich heute nach, damit ich auch den Bachabschnitt hier fertig habe. Ach, herrlich. Hier ist auch schon so ein Trampelpfad. Aber mehr auch nicht. Und das ist auch gut so. Da stehen noch so ein paar alte Pfosten. Ja, hier kommt auch noch einer. Irgendwann wird man sich nur noch anhand der Pfosten an irgendwas hier erinnern, wie das früher mal aussah. Unsere schönen alten Köttelbecken. Wobei, jeder Groppenbach, der war ja nie einer. Hier nicht. Zählt auch insgesamt zu den nicht so allzu sehr typischen Köttelbecken. Also ich meine sogar, er war immer erst ab dem Pumpwerk in Dortmund-Groppenbruch Köttelbecke, weil da war halt direkt am Pumpwerk beim Einlauf in den Pumpensumpf, also da wo das Wasser sich sammelt und dann da abgesaugt wird, durch die Druckrohrleitung fließt und dann hinterher am Ende der Druckrohrleitung wieder rauskommt. Da war so ein Rohr, das aus der Wand gekommen ist. Und da kam das Abwasser aus dem Bereich, da halt Groppenbruch, Menge der Heide, so anfiel. Aber so viel war das eigentlich auch nicht. Der Bach hatte immer schon gut Wasser. Natürlich hat man es gesehen, klar. Ja. Schön, schön gemacht. Ist auch völlig neu gestaltet, das gab es hier gar nicht, dieses Stückchen. Hier letztes Mal war hier nämlich auch noch eine Pumpe. Ist komplett neu gestaltet worden hier, dieses Stück. Ja, jedenfalls hatte der Groppenbach dann da immer noch relativ viel sauberes Wasser. Ich könnte schon fast sagen, es war stark verdünnt. Okay, da hinten ist das Pumpwerk, da habe ich letztes Mal aufgehört. Es war sogar so, dass, obwohl dann da Abwasser drin war und das dann, wie gesagt, unmittelbar danach in eine Druckrohrleitung ging, die auch, wie lang waren, 500 Meter ist die bestimmt. Und dann kam es halt raus, gepumpt. Natürlich alles in Sohlschalen. Vorher allerdings auch schon. Weiß nicht, vielleicht war doch ein bisschen schon was drin, aber ich weiß, da waren noch immer Fische drin in dem Wasser.
vor dem Punkt der Kopf hoch. Lange Rede, kurzer Sinn. Als es dann rauskam aus der Pumpendruckrohrleitung und in dem typischen Köttelbeckenprofil weiterfloss, waren da immer noch lebende Kaulquappen drin. Oh. Nee, da habe ich Scheiße erzählt. Trotzdem hat sich der Bereich hier verändert. So sah der letzte Mal nicht aus. Aber, naja, klar. Das Pumpwerk ist ja immer noch da. Trotzdem, das ist neu hier. Anders. Schöne neue Druckrohrleitung. Ach, schade. Ich dachte eigentlich, es wäre vielleicht doch möglich gewesen, von da vorne, von dem Pumpwerk, hier die verlassene Bachstrecke zu nutzen, für die frühere. Seht ihr das? Hier ist der verlassene Lauf, der dann ja wohl doch zu tief ist, scheinbar. Oder zumindest da hinten zu tief liegt. Irgendwie ist das dann da hinten abgerutscht. Blablabla, ich halte jetzt die Schnauze. Bin selber gespannt. Bach hat gut Wasser. Es müsste eigentlich möglich sein, jetzt den Rest des Baches noch zu Ende zu laufen. Ja, Jürgen, wenn du das riechen könntest gerade. Ist wahrscheinlich selbst wieder unterwegs. Ich rede hier vom Seesäckemann, dessen Kanal ich euch auch empfehlen möchte. Er kümmert sich mehr so um die Bäche im Seesäckegebiet vom Lippeverband. Hier ist noch die Brücke über den alten Bachlauf. Guck mal, da sind sogar noch die Sohlschalen drin. Hier. Ein paar wenigstens. Ja, fließt rückwärts. Stimmt, jetzt sieht man es besser. Also ich sehe es auf jeden Fall besser. Es geht hier wirklich richtig bergauf. Oh, guck mal, da ist noch ein altes Schild. Ja, wollen wir uns mal dran halten natürlich. Das ist ja suboptimal hier. Ja, kann jeder reingehen. Oder hier. Ich meine, es ist ja hier ein öffentlicher Weg. Das ist keine Kritik. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es halt nach vorne ziemlich einfach war, wenn man denn will, das Gelände hier zu kommen. Aber hier war ich ja schon mal in den guten alten Zeiten. Mir das alles ein bisschen näher angeguckt, ist jetzt nicht mehr möglich. Guck mal da vorne, seht ihr den schönen Zufluss, der da noch kommt? Da, der dann so da vorne, da, dem Bach auch noch Frischwasser zuführt. Der Bach hat gut Wasser, das steht fest. So, hier habe ich damals letztes Mal aufgehört. Och Mann, ja, Spielverderber, du. Das hätte mich früher ein Scheißtrick interessiert. Hier warten wir hier ein bisschen lang. Irgendwann wird dieser verfluchte Zaun auch
denke mal, der ist jetzt noch da wegen des Pumpwerks, weil es in der Nähe ist. Könnte ja vorher reinfallen, Kinder oder so. Und dann da in den Pumpensumpf gezogen werden. Oh, natürlich nicht. Allerdings sollte man dann hinterher, ja, ist auch egal. Ist auch egal jetzt. Gehen wir weiter. So, schlängelt sich schön lang hier das Bächlein. Perfekt. Hier würde ich auch gerne wohnen. Besser geht's doch gar nicht. Ja, klingel ich nachher mal auf dem Rückweg an. Nehme ich mal ein Glas mit. So. Ich denke mal, dieses Tor dient jetzt auch noch als Gefahrenabwehr vor dem Pumpwerk, aber normalerweise sollte es doch jetzt möglich sein. Sollte, ist es nicht, den Bach jetzt in Ruhe weiterzugehen. Da ist wieder so ein Entenpärchen. Ich gehe einfach. Da ist auch so eine Sohle hier noch drunter, sieht das an den Rändern.
Was für ein schöner Himmel. Überhaupt für ein Wetter. So langsam kriegt man Lust auf Frühling. Hey, habt ihr mir schon wieder den Bach hier richtig eingezäunt?
Das sieht immer so einfach aus, aber Dinger habe ich als Kind immer gehasst hier. Die sind zwar nicht so schlimm wie Brennnesseln oder Brombeeren, aber wenn so ein ganzer dicker Busch ist, wo man durch ist, die nerven auch. Oh, oh, oh. Das mal was wird. Da bin ich jetzt gar nicht mal so sicher. Okay, probieren wir mal. Komm, volles Risiko. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt hier weg? Shit. Stimmt. Naja. War nicht irgendwie ganz so gut. Aber enttäuscht, Leute. Das sind hier. Fuck. Das sind von hier nach hier locker 3 Meter. Komm ich doch nicht weiter hier. Nee, ne?
Ah, verdammt. Ein Dorn im Schuh. Moment. Ah, da kommt doch noch Wasser. Allzu lang kann das jetzt eigentlich gar nicht mehr sein. Ah, ich bin auf der falschen Seite. Auf der anderen Seite ist wieso keine so eine Ecke. Könnte man jetzt den Bach besser sehen. Küsschen hier. Kommt von hier. Neben dem Bach sind jetzt hier die Querbäche. Sieht schon fast aus wie der, der mehr Wasser hat. Der jetzt hier, ne? Als er hier. Das ist hier wieder hier. Ja, da ist nichts mehr. Da sehen wir ihn hier mal als Hauptquerbach. Was ist das denn jetzt? Regen? So, und das ist die Quelle hier. Da kommt so gut wie nichts mehr. Auf jeden Fall. Da verließ